Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und wir sind hier wieder bei den Fragen und Antworten der Entwickler von Escape from Tarkov. In den letzten zwei Folgen haben wir die Fragen 1 bis 40 behandelt und jetzt geht es um die Fragen 41 bis 60. Also seid gespannt, denn wir legen direkt los. Frage Nummer 41. Können wir in ein laufendes Szenario einsteigen oder fangen wir immer an dessen Anfang an? Nur Scuffs können in ein laufendes Szenario einsteigen, meine Freunde. Frage Nummer 42. Kann ich mein Equip aus dem Pre-Order-Pack im Spiel verlieren? Ja, auf jeden Fall. Frage Nummer 43. Kann ich alles in-game erwerben und finden, das es im Pre-Order-Pack gibt? Dazu sagen die Entwickler, dass das teilweise möglich ist, einige der Gegenstände zu finden. Frage Nummer 44. Was passiert, wenn der Spieler vom Server getrennt wird? Wird er mit all seiner Beute und Erfahrung sterben oder wird er in die Basis zurückgesetzt? Er bleibt auf dem Server. Wenn er nicht wieder verbindet, kann er getötet werden oder einfach nicht mehr genug Zeit haben, um einen Ausgang zu finden. Frage Nummer 45. Welche Art von anderen Lebewesen sind geplant? Ja, da haben die Entwickler bisher etwas stupide geantwortet und haben nur Vögel genannt. Vielleicht soll es dabei bleiben. Genaueres wurde in der Antwort leider nicht klar. Wie gesagt, bisher sind nur Vögel bestätigt. Frage Nummer 46. Gibt es eine Möglichkeit, neutrale Zivilisten zu treffen, die nicht evakuiert werden konnten? Vielleicht, aber derzeit noch nicht, sagen die Entwickler. Frage Nummer 47. Wie wird das Freund-Feind-System implementiert werden? Werden die Verbündeten Markierungen haben, wenn sie mit Freunden spielen? Die Entwickler planen, was das angeht, einen Handpatch hinzuzufügen. Frage Nummer 48. Wird es ein Spawn-System sein, nach dem Prinzip einloggen, da wo man ausgeloggt hat? Dazu sagen die Entwickler nein. Raids und der Free-Roam-Modus können nur in den angegebenen Stellen verlassen werden. Frage Nummer 49. Wo liegt die gegenwärtige Spielergrenze in Raids? Zurzeit sind 12 PMC-Operator im Szenario-Modus. Die Anzahl der spielbaren Scuffs muss noch durch Versuche ermittelt werden. Frage Nummer 50. Wird die maximale Spieleranzahl im Story-Modus und Free-Roam-Modus anders sein? Dazu haben die Entwickler klipp und klar Ja gesagt. Frage Nummer 51. Ist eine Erweiterung des Free-Roam-Modus geplant? Wird es dann auch mehr Raids und DLCs geben? Ja, das ist auf jeden Fall geplant. Frage Nummer 52. Wir möchten mehr über den Arena-Spielmodus wissen. Es wurde gesagt, dass es wie bei Gladiatorenkämpfen sein wird. Wie ähnlich wird es denn zu den Gladiatorenkämpfen sein? Also es wird verschiedene Arena-Modi geben. Im Haupt-Arena-Kampf wird es möglich sein, alles an Equip zu erbeuten und sich auch das des Gegners sogar vorher anschauen zu können. Frage Nummer 53. Wird es selten oder sogar einzigartige Gegenstände im Spiel geben, also Waffen, Ausrüstung etc., mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, diese zu finden? Ja, das ist auf jeden Fall geplant, dies so zu implementieren. Frage Nummer 54. Wie zufällig wird die Storybeute sein? Wird sich diese an einem bestimmten Ort befinden, den wir relativ leicht erkennen können? Die Beute dieser Art wird immer wieder wechselnde Spawnpunkte haben und andere Bedingungen, an diese zu gelangen, also zum Beispiel durch Türzugangscodes. Frage Nummer 55. Wie sehen diese Beutegegenstände aus? Wie, wo und unter welchen Bedingungen sind diese zu finden? Also es wird Beute verschiedener Seltenheit geben. Diese werden an verschiedenen Orten spawnen, zum Beispiel in Containern. Spezifische Beute spawnt in bestimmten Orten, also Anlagen oder Fabriken in der Mitte der Stadt. Seltene Gegenstände spawnen an Orten, wo man sie nur sehr schwer findet, also schwer zugängliche Stellen, geschlossene Räume und so weiter. Für jeden Überfall werden neue Spawnorte generiert, sodass der Loot immer den Ort wechselt. Frage Nummer 56. Wird es zum Beispiel einen Untergrund als separate Location geben? Dazu sagen die Entwickler, dass die bisher noch nichts über einen möglichen Untergrund erzählen können. Frage Nummer 57. In einer Großstadt wie Tarkov wird es einige Banken geben. Wird es also auch möglich sein, Kilometer auszurauben? Dazu sagen die Entwickler, ja, es werden Tarbank-Filialen sein, die durchaus ausraubbar sein werden. Frage Nummer 58. Wird es Erzählungsvideos geben, wie es in einigen anderen Projekten von Battlestate bereits der Fall war? Ja, es wird wohl Pre-Szenario-Engine-basierende Videos geben. Frage Nummer 59. Besteht nicht die Gefahr, dass jeder als Scuff spielen will? Dazu sagen die Entwickler nein, denn als Scuff spielt es sich letztendlich wirklich schwerer. Da man nicht in der Lage ist, Startausrüstung zu wählen und die Anzahl der spielbaren Scuffs auf dem Raid-Standort halt auch sehr begrenzt ist. Ja, meine Freunde, kommen wir zur 60. und letzten Frage. Kann ich Beute sammeln, wenn ich als Scuff spiele? Ja, das kann man durchaus tun.
Ja, meine Freunde, das waren jetzt wieder die Fragen 41 bis 60. Ja, meine Freunde, ich hoffe, dass jetzt wieder ein paar Fragen dabei waren, wo ihr die Antwort vielleicht noch nicht dazu hattet. Hoffe natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir von Frage 61 bis 80 wieder alles durchnehmen. Vielleicht ist ja dann da die Frage dabei, die gerade dich interessiert und wo du die Antwort haben möchtest. Also würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Falls nicht, konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.